Unsere Energie und unsere Aufmerksamkeit ist endlich. Wenn ich meine Aufmerksamkeit auf ganz viele einzelne Dinge richte, dann kann ich sie natürlich nicht auf eine Sache wirklich fokussieren. Unser Gehirn wünscht sich Monofokus, Konzentration auf eine Sache. Die große Gretchenfrage ist natürlich, wie kriege ich denn diese Dinge, die ich neu in mein Leben bringen möchte, auch wirklich in den Alltag integriert? Und ich bin ein großer Fan der sogenannten Tiny Habits Methode. Tiny Habits, kleine Gewohnheiten. Das heißt, wir suchen uns ein Alltagsritual aus und knüpfen an diese Gewohnheit etwas, was wir neu in unser Leben bringen möchten. Bei den Tiny Habits können wir uns ein ganz einfaches Wenn-Dann-Prinzip zunutze machen. Das heißt, immer wenn ich ein festes Alltagsritual habe, dann klebe ich daran die neue gewünschte Gewohnheit. Viele Menschen trinken einfach am Tag zu wenig. Unser Gehirn schwimmt im sogenannten Liquor der Gehirnflüssigkeit und braucht einfach ausreichend Flüssigkeit, um gut denken zu können, um sich gut konzentrieren zu können. Häufig sind wir so in unserem Arbeitsalltag eingebunden, dass wir gar nicht mehr merken, oh, habe ich eigentlich Durst? Und dann kann es zielführend sein, dass ich beispielsweise immer, wenn ich einen Videocall beende, danach ein großes Glas Wasser trinke. Am Ende eines Tages geht es natürlich auch darum, dass wir neue, gesunde, präventive Maßnahmen in unserem Leben auch verwirklichen können. Und ich bin kein großer Freund von Mammutprojekten, sondern häufig sind es die, ja, vermeintlich ganz, ganz kleinen, banalen Dinge, die uns wirklich zielführend zu beispielsweise mehr Gesundheit und Wohlbefinden führen können. Wir können viele Situationen des Wartens nutzen, um uns zu entspannen. Ampelphasen, indem wir uns ganz bewusst auf unsere Atmung konzentrieren. Sobald wir uns auf unseren Atem fokussieren, gelangen wir ohnehin schon in einen Zustand der Entspannung, weil alles andere ja erstmal außen vor ist. Und wenn wir unsere Ausatmung verlängern, können wir damit sogar noch den großen Parasympathikus, den Ruhenerv in unserem vegetativen Nervensystem, aktivieren. Wir können beispielsweise auch unsere tägliche Arbeit im Haushalt dazu nutzen, neue Gewohnheiten einzubinden. Wenn ich die Wäsche auf den Wäscheständer hänge, dann denke ich an die Dinge, für die ich in meinem Leben dankbar bin. Ja, und natürlich muss es nicht immer nur das Aufhängen von Wäsche sein. Du kannst Tiny Habits und neue gesunde Gewohnheiten, wie beispielsweise Achtsamkeitsrituale, auch genauso machen, wenn du deine Wohnung staubsaugst, wenn du das Geschirr abwäschst, was auch immer. Vielleicht kennen das auch viele, irgendwie nach einem langen Arbeitstag, zumindest für die, die größtenteils am Schreibtisch sitzen. Häufig kommt die Bewegung zu kurz. Und auch da können wir Situationen des Wartens nutzen, um uns körperlich ein ganz bisschen zu mobilisieren. Sei es, dass wir jetzt an der U-Bahn-Station, S-Bahn, Bus, wo auch immer warten. Diese Situation können wir auch nutzen, um unseren Körper ein bisschen zu dehnen. Try to catch me howling at the moon. Persönlich glaube ich, dass es am Ende eines Tages darum geht, ohne viel Selbstoptimierungswahn mehr Erfolg, Zufriedenheit, Gesundheit in den eigenen Alltag zu bringen. Häufig sind es nicht die ganz, ganz großen Ziele oder die Mammutprojekte, die uns weiterbringen, sondern einfach die Summe an kleinen Dingen, die wir jeden Tag tun.